Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hempire. Ich muss mal eben irgendwie gucken, was hier. Oh, Dünger, okay, cool, danke. Danke, ne? Danke. Dünger kann ich immer gebrauchen. So, okay, warte, erstmal Geld. Und dann muss ich mal schauen, wie ich hier, guck mal hier, da ist schon der Wohnwagen fertig, Krabampf. Level 2. Dafür kaufe ich auch direkt noch so einen Baum hier. So. Dann gibt es hier noch was zum Einsammeln. Und dann ist hier Züchten fertig. Gut wäre hier am Rand. Also, nochmal. Hier am Rand wäre schön. Okay, Bonus nehme ich auch. Und jetzt wäre die Mitte. Mitte oder ganz rechts? Aber die Mitte wäre am besten, weil es am meisten... Sorry, aber das, nee. Okay, egal. Egal. Machen wir mal so. Jetzt habe ich noch Geld verdient. Ich habe jetzt 359.000 Geld, also fast 360.000. Das kann sich sehen lassen. So. Jetzt wusste ich doch, dass ich hier ein weiteres Haus upgraden kann. Das machen wir auch direkt. Pampf. So. Jetzt schauen wir mal. Für das Lager fehlen mir nur noch Schlösser. 6 Stück. Kriegt man aus Mülltonnen. Genauso wie hier. Ein so ein Dingens. Kriegt man auch aus Mülltonnen. Gut, dann werde ich jetzt als erstes mich um Mülltonnen kümmern. In der Hoffnung, eins dieser Teile zu finden. Es ruckelt schon wieder. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht warum. Da ist eins. Geil. Da ist noch eins. Geil. Da ist keins. Hier ist keins. Komm schon, noch so ein Schloss wäre. Oder so ein Topf. Wäre auch schön. Eimer. Was soll ich denn damit? Eimer. Oh, guck mal hier. Noch ein Eimer. Hör auf. Ich brauche keine Eimer. Da ist noch. Das bedeutet, das Lager kann ich schon mal verbessern. Jetzt natürlich gerade nicht, weil ich das Haus upgrade. War vielleicht nicht ganz so schlau. Aber das Lager kann vergrößert werden. Das Geld ist auch da. 100.000. Wie ist das hier? 205. Das Geld ist auch da. Hier fehlen aber noch 4 Schlösser. Aber ich habe noch Platz im Lager dafür. Also im Schuppen. Okay, sammeln wir hier erstmal die produzierten Sachen ein. So. Genau, und jetzt schauen wir mal kurz, ob ich vielleicht zufälligerweise hier noch die Schlösser finde. Ich weiß, ich kann es jetzt gerade aktuell eh nicht upgraden, weil ich gerade was anderes baue, aber, also upgrade und Handy Mandy da 1000 Jahre für brauche.
Aber wenn ich es schon hätte, quasi, dann wäre das extrem geil. Das sieht aber nicht so aus. Na gut. Man kann ja schließlich nicht alles haben. Gut, was war die Story? Jack Harrah. Und 100 Afghani-Blüten. Was kann ich denn mit Jack Harrah so machen? Und warte mal, wie viel Platz habe ich jetzt eigentlich im Schuppen? Ich weiß nicht, ob ich den Scheiß einsammeln sollte und ihn dann verkaufen sollte oder ob ich es einfach ignoriere. Ich ignoriere das Problem mal weg. Ach, guck mal, hier sind noch Mülltonnen. Okay, komm, diese Tragetaschen, obwohl das eher Plastikkisten sind. Sind auch keine Körbe. Ich habe letztens irgendwann mal gesagt, es wären Körbe. Oh, ich habe eine Kamera aufgehoben. Es wären Körbe, aber no. No, no, no. Okay. Also, was kann ich mit Jack Harrah machen? Ich glaube, mit Jack Harrah macht man THC. Hör auf, THC-Öl. Ja. Ja. Und dann noch ein Kuchen oder so? Nö. Nö. Okay, dann nicht. Also, am besten wäre dann Jack Harrah und Chemdog. Aber Chemdog habe ich natürlich nicht ausgesät. Warum denn auch? Aber gut, Jack Harrah kann ich notfalls in der Apotheke verchecken. Ah ja, okay. Lager ist jetzt schon voll. Fängt richtig gut an. Nicht? Schnipp. Ich habe irgendwie einen Meilenstein erreicht. Okay. Cool. And stuff. So. Jetzt habe ich nur 8 davon. What the fuck? Ich muss irgendwas anderes verchecken. Nehmen wir doch. Ne, Kuchen sind nur 4-mal. Das sind auch nur 4-mal. Das sind auch nur 4-mal. Das sind sogar nur 3-mal. Na gut, dann nehmen wir die. Bup, weg. Weg mit das. So. Ja, also die ist gleich voll, ne? Da habe ich gleich nicht mehr so Möglichkeiten.